Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir das King's Quest, was in den letzten Jahren neu erschienen ist. Ich glaube 2017 oder 16, ist schon, also auch schon wieder 2 Jahre alt, aber wir haben es noch nicht gespielt und deswegen werden wir das jetzt einfach mal gemeinsam durchspielen. Und zwar handelt sich es dabei um ein Point-and-Click-Abenteuer aus dem Hause Sierra. Ja, und dann würde ich sagen, wir werden jetzt einfach mal mit dem ersten Kapitel beginnen. Ja, und da geht's wohl schon los. Die Grafik ist ja richtig schön gemacht, finde ich. Ich habe das Spiel damals mal im Steam Store gesehen. Habe es bisher aber nicht gekauft, weil es mir etwas teuer erschien mit den ganzen Episoden. Aber jetzt habe ich es mir gegönnt. War im Sonderangebot. Alle Episoden an ein Stück. Ja. Also. Fangen wir mal an hier. Schauen wir in den Brunnen herunter, was da Tolles versteckt ist. Aber scheinbar nichts. Da schauen wir mal, ob wir da irgendwas hochkurbeln können. Oh, schnell S drücken. Ah, okay, da haben wir also jetzt das Seil runtergelassen. Ja, dann steigen wir einfach mal hinab. Mal schauen, was uns da unten erwartet. Ich war seit Jahren nicht dort gewesen, doch es war der letzte Ort, wo ich suchen konnte. Die verlorenen Wünsche waren nicht, was ich suchte. Okay, es ist also wie eine Einleitung gemacht jetzt hier. Okay, er versucht es aufzumachen, geht nicht auf und dann fällt es einfach um. Tretet hinein. Es war nicht ganz so wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht allzu anders. Okay, sind wir in einer Höhle gelandet. Wonach sucht er denn? Das ist die Frage. Aber schätze mal, das werden wir noch erfahren. Zwei seltsame Vorrichtungen hüteten den Schatz. Ich musste eine auslösen und abwarten. Also er hier sieht ja nicht gerade so... Ich entschied mich gegen ein Nickerchen, ja. Obwohl das Bett wirklich gemütlich und einladend aussah. Okay, also er hatte die Falle ausgelöst, dann vermute ich mal, wird das hier die richtige Seite sein. Ah ja, Glück gehabt. Gehen wir einfach gleich mal weiter, mal schauen. Was ist das? Die Höhle war vollgepackt mit Eimern, Butterfässern und Betten. Der Anblick kam mir irgendwie vertraut vor. Vertraut? So bequem das Bett auch war, es war der falsche Zeitpunkt, um dort zu verweilen. Okay, dann eben kein Nickerchen. Gehen wir halt einfach mal weiter. Moment mal, Opa. An den Teil der Geschichte erinnere ich mich nicht. Betten, die von Stalaktiten hingen? Dazu kommen wir noch, Gwendolyn. Keine Sorge, also wo war ich? Ach ja, während ich den Fluss aus rumpelnden Betten durchschritt, fürchtete ich, die Quelle dieses ohrenbetäubenden Windes zu kennen. Jetzt schleicht er, okay. Oh, da unten liegt doch ein Drachen oder sowas. Unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag
Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Möchtest du weiter erzählen? Ja. König Edward schickte mich, den besten Ritter von ganz Daventry, aus, um seinen gestohlenen Spiegel zurückzuholen. Nur ein gigantisches Untier von einem Drachen stand noch zwischen mir und einem schicken neuen Hut in meiner Sammlung. Ja, so auf jeden Fall schon mal sehr nett erzählt, das Ganze. Macht Lust auf mehr. Was haben wir denn hier? Eine Brücke. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Okay. Aber schätze mal, das Rätsel wird am Anfang noch nicht so schwer sein. Oder hoffe ich ja mal. Nicht, dass ich jetzt hier gleich komplett versage. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Nichts. Hier ist auch nichts weiter. Da ist eine Glocke. Mal gucken, was wir hier noch haben. Unzählige alte Bücher mit unheilverkündenden Titeln stapelten sich in dem seltsamen Schlafzimmer. Grundkurs Drachen zähmen, die Bändigung scheußlicher Untiere, Zaubertricks, die Eindruck schinden. Allerdings keine Bücher über fehlende Griffe. Ja, ich kann ja auch nichts anklicken, also scheinbar ist hier wirklich nichts, was wir gebrauchen können. Aber hier drinnen sieht es aus wie so ein Stock. Und das ist ein Seil an der Glocke befestigt. Naja, mal gucken. Der fehlende Griff war also eine Falle? Was hast du gemacht? Tja, ich habe die Falle clever umgangen. Oh oh. Und mich dann clever versteckt. Sehr gefährlich. Zum Glück bemerkte das halbblinde Untier mich nicht im Bett. Es muss schwer sein, direkt ins Auge eines Drachen zu treffen. Ich treffe ja nicht mal einen Heuballen. Ja, das vermögen nur geschickte Bogenschützen. Mich wundert ja schon, dass der Drachen das nicht gerochen hat, ne? Womit hast du den kaputten Schalter repariert? Natürlich mit dem Holzgriff. Mit was denn sonst? Das hört der Drachen nicht, oder was? So ein Scheiß. Die Ketten des Drachen waren um einen riesigen Schalter an der Höhlenwand geschlungen. Diese Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Kann man das Schwert nehmen? Das kann man nicht nehmen, okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier hinten weiterkommen. Ach, der will raus dort. Kommt er leider nicht raus, ja, weil er festgebunden ist, ne? Nach einem kurzen Sonnenbad fing der müde Drache wieder an zu schnarchen. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Oh, jetzt sind wir unten, okay. Ah, die Steuerung ist ein bisschen blöd mit Tastatur. Ich schätze mal, da werde ich beim nächsten Mal mein Gamepad anschließen. Und das ein bisschen besser funktioniert. Okay, also jetzt kommt so ein kleines Rätsel hier. Müssen wir irgendwie den Ding da ausweichen. Springen können wir jedenfalls nicht. Das ist ja auch witzig, die Figur. Habt ihr den Toten gesehen da drauf? Guckt mal genau hin. So ein Quatsch. Okay. So. War doch einfach. So. Oh oh. Ups. Jedenfalls hat er schon einen Pfeil im Auge. Ah ja, der ist auf ein Auge blind.
Gut zu wissen. Okay, dann schleichen wir uns mal hier durch diese kleine Engstelle. Okay. Komm rein da. Huch, wieso wacht denn der jetzt auf? Hat er gar nichts gemacht. Bestimmt, weil das Bett runtergefallen ist. Das hat ihn aufgeweckt. Okay. Also theoretisch könnte man in seinem Traum vorbeischleichen, aber es kann ja sein, dass er uns riecht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier die Leiter nach oben klettern. Oh oh. Wer auch immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Okay, mal gucken, was hier noch ist. Was haben wir hier noch? Oh, hier liegt ein Bogen. Was zur Hölle macht er? Okay, das haben wir erledigt. Dann werden wir uns mal hier rüber schleichen. Ups. Man weiß auch gar nicht, wo lang man hier gehen kann. Okay, nichts passiert, alles gut. So, was haben wir denn jetzt? Der Spiegel rief nach mir. Mhm, okay. So, was ist das hier? Irgendwelches Fleisch. Okay. So, was ist hier noch? Die Glocke. Und was ist das hier? Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Untier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Okay, ist jetzt der irgendwie das Fleisch da unten, ne? Mal gucken, ob es da noch was gibt. Ja, ich schätze mal so, ist das richtig? Mal gucken, was jetzt passiert. Okay, jetzt frisst ja das. Jetzt muss ich wahrscheinlich das Ding wieder bewegen. Schnell da hoch. Ja, genau so. Perfekt. Und jetzt schnell zum Spiegel. So, nehmen wir das Ding mal. Oh oh.